Mit einer neuen Firmenkontaktmesse kann Thüringen seit dem 14. Dezember aufwarten. Die Academix richtet sich an Studenten, Absolventen und Arbeitssuchende, die in Thüringen anspruchsvolle Jobs suchen. Das Besondere an der Academix Thüringen als Firmenkontaktmesse ist es, ausschließlich Thüringer Unternehmen und deren Filialen in Thüringen anzusprechen und auf dieser Messe platzieren und präsentieren zu lassen und nicht wie bei anderen Absolventen- und Berufsstartmessen, die wir in Thüringen haben, auf jegliche Unternehmen deutschlandweit zu schauen. Die Jagd auf die besten, qualifiziertesten Arbeitnehmer hat deutschlandweit schon längst begonnen. Um Akademiker und gut ausgebildete Fachkräfte auch zukünftig in Thüringen zu verpflichten, braucht es 4 Strategien. Wir müssen alle Qualifizierungsreserven im Lande heben. Zweitens, wir müssen diejenigen, die ins Land kommen, im Land halten. Zum Beispiel die 30%, die an den Thüringer Hochschulen studieren, die nicht aus den neuen Bundesländern, sondern aus den alten Bundesländern kommen. Drittens, wir müssen Menschen zurückholen, die im Moment pendeln oder die aus Thüringen weggegangen sind. Und viertens, wir müssen dafür werben, dass Menschen eines erkennen, dass sie gute Karrierechancen haben in Thüringen, auch im Vergleich zu anderen Bundesländern. Die Academix ist eine geeignete Plattform, um seine Karrierechancen im Freistaat auszuloten. Zu 89 ausstellenden Firmen und Hochschulen konnten die Messebesucher Kontakt aufnehmen. Weiterbildungsmöglichkeiten, aktuelle Einstiegsmöglichkeiten, Themen für Studienarbeiten und Praktika oder Traineestellen wurden angeboten. Viele nutzten die Gunst der Stunde und stellten sich ihren potenziellen neuen Arbeitgebern persönlich vor und gaben ihre Bewerbungsunterlagen ab. Die Academix-Messe ist erstmalig in Erfurt. Wir sind sehr überrascht, sehr gehobenes Klientel, teilweise mit Anzug, viel schon vorbereitet mit Bewerbungsmappen. Für uns hat es sich richtig gelohnt. Wir sind eigentlich froh, dass wir hier sind. Und sie läuft erst 2 Stunden und wir haben hier schon über 10 Bewerbungen erhalten. Also das hat richtig was gebracht. Wer sich bei seinen Bewerbungsunterlagen noch unsicher war, ließ sich beim Bewerbungsmappencheck beraten. Bewerbungsfotos konnten zudem kostenlos erstellt werden. In verschiedenen Vorträgen erfuhr man zum Beispiel Wissenswertes über Stellenanzeigen und das richtige Verhalten in Gesprächen. Das große Interesse an dieser ersten Firmenkontaktmesse lässt auf eine rosige Wirtschaftszukunft mit vielen Fachkräften in Thüringen hoffen.